Okay. Und das ging bis 2 Uhr noch was gut und dann kam ein Geier und hat einmal, ich war schon infected, plus 50% nur Health Point. Oh Mann, okay. Und mit einem Schnabel Hackerchen, ups, war ich hinweg vom Fenster. Eieiei, direkt aus der Luft weggeschmatzt. Ja, mein Lieber, wo bist du gestartet? In welchem Biom? Oh, du fragst mich. Im Grünen. Es war an dem Rand zur Steppe. Moon, ich denk dran, alles klar. Am Rand zur Steppe, okay. Das sah eigentlich ein guter Start. Es sah eigentlich gut aus. Ich denke mal, so eine halbe Stunde früher hätte ich definitiv vielleicht ein bisschen was mehr hingekriegt. Aber so war es keine Chance. So ist das Turnier. Ja. Hart. Hardcore. Ja. Jo. Der Einzige, der einen Vorteil hat, ist der Schnitzel, das ist der Erste, der drauf geht. Echt? Ah, ja, alle anderen hängen dann in der Warteschleife, ne? Das ist halt so. Okay. Und ich bin auch, ich habe dann gegen Mittag habe ich schon Panik gekriegt, ne, dass ich überhaupt eine Hütte finde und so, ne? Ja. Also das ist schon nicht so. Also als ich eben rein bin, habe ich so, während ich da das Holz gehauen habe, habe ich gesehen, sind glaube ich 4, 5 Stück Knörfel und Co. Alles da oben, died und ich, oh. Ja, gegen Nacht sterben viele. Das ging sehr flott. Das ist halt so. Das ging sehr flott. Ja. Mein Lieber, wie hat's dir denn gefallen bisher? Ja. Von dem, kann was du mitbekommen viel zu hast. Sagen zu den 2 Minuten, die ich gespielt habe. Den Rest habe ich im Baum gesessen, die 5 Minuten, und dachte, okay, ich kann hier eh nichts machen. Ja. Ich hatte noch 8 Frames oder nee, knapp 14 Frames irgendwie noch über, aber hätte eh nichts genutzt. Nee. Und sonst gar nichts. Ich hatte nicht mal Zeit, einen Bogen zu machen und ein paar Pfeile oder ein Nest zu finden. Ah, okay, also richtig, richtig weggeholt. Ich habe sogar aufgenommen, man kann es ja dann demnächst sehen. Einfach ja, nur reingeplumpst. Ja. Einmal so im Umkreis von 10 Blocks. Ich mach Leiter. Ein bisschen was gekrast und dann war schon zu Ende. Okay. Kurzer Hammer. Spaß. Hammer. Ja, war halt eben eine ungünstige Tageszeit. Ich denke mal, so 10 Stunden früher in Game hätte ich dann vielleicht ein bisschen mehr Glück gehabt. Ja, okay. Weil an so einen Geier denkt man nicht unbedingt, wenn man auf dem Baum sitzt nachts. Und ja, der war halt dann das Problem. Sonst hätte ich gesagt, 4 Uhr hüpfe ich vom Baum und versuche wegzurennen, krieg noch irgendwas unterwegs mit. Aber so, ja. War ein kurzes Ding. Alles klar. Mein Lieber, ich hoffe, du wirst beim nächsten Mal wieder dabei sein, beim Hardcore-Event. Hoffentlich mit einer anderen Leitung. Ja. Damit es vielleicht ein bisschen schneller geht. Ja. Das würde mich freuen. Ich hoffe, es wird dann dementsprechend... Weil ich bin jetzt gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich mitten im Kampf bin, aber... Ja, kein Problem. Ich habe Zeit. Er liegt! Ah, ist tot, alles klar. Okay, ist tot. Das ist ungünstig mit der Leiter. Guck mal, da können sie direkt hoch, ne? Wir müssen oben eine Hedge machen. Jo, dann will ich mal gleich das Ganze so Okay, mein Lieber. Spaghetti-Leitungen nutzen, um noch bei dem einen oder anderen reinzugucken. Dann. Ja, unbedingt. Mein Lieber, ich danke dir auf jeden Fall, dass du daran teilgenommen hast. Jo, danke für die Einladung. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen im nächsten Hardcore-Event. Das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall. Okay, dann würde ich dich auch schon wieder verabschieden aus der Todeszone und hoffe, es hat dir gefallen und dass du beim nächsten Mal wieder dabei wärst. Das würde mich wirklich freuen. Jo, machen wir. Das wäre super. Alles klar, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Vielleicht schaust du noch bei mir oder bei anderen zu und wir gucken mal, was draus wird. Okay. Alles klar, bis denn. Jo. Ciao. Tschüss. Wir müssen hier vorsichtig vorgehen, ne? Ruf, wenn du was fährst. Also ich höre dich nur ganz leise halt, das ist das Problem. User left your channel. Ja, okay. Bis jetzt sehe ich nichts. Ah, leer. Hast du schon irgendwas Tolles gefunden? Nicht wirklich, nee. Scheiße. Wir brauchen einen Kochtopf, ne? Ja, ich habe eine 7er Batterie. Super.
Hier ist noch eine Kiste. Warst du hier unten schon überall durch? Haben wir das Haus leer? Ich glaube, ne, bis auf den Raum hier hinten. Hier war ich noch nicht. Hier ist nix. User joined your channel. Ich hab wieder einen Toten, ich mache ein Interview, ich folge dir einfach. Nee, ich bin der Tod. Ach so, Schnitzel, hi. Aber ich gebe das Hardcore-Event auf, das ist für mich unspielbar. Okay, was ist los? Lags ohne Ende. Also ich spiele mit 1 FPS oder minus 25 FPS, keine Ahnung. Ehrlich? Das kannst du knicken. Ich hab 60 FPS. Geht bei mir gar nichts. Versuch doch mal deine Grafikeinstellungen runterzuschrauben. Habe ich alles schon gemacht. Ich habe Grafikeinstellungen runtergeschraubt. Ich habe einen Rechner neu gestartet, komplett. Ich habe einen Stream zwischenzeitlich beendet. Ich habe alles neu gestartet. Okay. Kannst du knicken. Bei mir geht gar nichts. Null. Also das ist für den Arsch. Weil es macht mir keinen Spaß, weil ich kann nicht mal einen Zombie bekämpfen. Ja. Das heißt, ich laufe, ich kann nicht farmen, ich kann nichts machen. Das Ende vom Lied ist im Endeffekt das. Ich laufe nur blind durch die Gegend. Irgendwann in der Nacht kommt sowieso ein Zombie und rafft mich dahin. Also es ist für den Arsch und für den Zuschauer ist es auch nichts. Das heißt, ich hau jetzt einen Host raus, okay, irgendwo hin und beende das Hardcore-Event als aktiver Spieler. Ah, okay. In dem Moment. Ich versuche, ob ich es als Admin irgendwie hinbekomme, das Ganze, ja, dass ich da drauf kann. Ja. Da als Admin könnte ich auch hergehen, könnte wirklich alle Grafik-Settings komplett nach unten schieben. Das wäre mir scheißegal. Aber für den Stream kannst du das nicht machen. Ja, okay. Und deswegen werde ich einen kleinen Host jetzt irgendwo rüberschieben noch, werde dann gleich wieder auf den Server gehen, werde alles nach unten schrauben, sobald alles ausgeschaltet ist bei mir. In der Hoffnung, dass es besser wird. Ich weiß nicht, an was das liegt. Ich hatte solche Probleme. Okay. Einfach noch nie. Es macht aber absolut keinen Sinn. Okay, schade. Das ist natürlich betrüblich. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin gerade mega gefrustet, weil ich habe mich echt drauf gefreut. Ich habe Bock drauf gehabt. Ja, total. Aber ich schieb gerade persönlich, ehrlich gesagt, nur noch Frust. Ah, okay. Das ist ja natürlich nichts, ne? Oh, ja, sicher. Aber gut, so ist es. Kann ich jetzt erinnern. Ja, muss man halt nachher, wir werden ja eh noch eine Fehleranalyse machen und besprechen, was war und was ist. Und sicherlich wird das Thema werden. Ich glaube, dass das damit zusammenhängt mit meinem Rechnerproblem, was ich kurz vor Streambeginn hatte. Ah, okay. Ja, du obwohl warst ich ja schon mal Neustart gemacht hatte. Ne? Genau, obwohl ich Neustart gemacht hatte. Komisch. Aber okay. Gut, wie gesagt, das wie muss gesagt, ich selbst rausfinden. Ich habe jetzt gerade mal auf die Frames geguckt. Ich habe stabile 60 FPS. Ja, bei den meisten läuft es auch, so wie es mitbekommen hat. Okay. Also, gut, muss man schauen in der Analyse, was Sache ist. Ja. Ich werde jetzt, wie gesagt, dezent noch im Schnitzel, Host es tut mir so echt leid für dich. Wirst du, als Admin hier noch erstmal weiter unterstützen, oder? Ja, sicher. Okay, also ich werde es jetzt versuchen, wie ich das am besten hinkriege, das Ganze. Wie gesagt, notfalls alles runterdrehen und dann schauen wir weiter. Also ich muss jetzt schauen, jo, okay, wie wir das hinkriegen. Alles klar. Alles klar. Gut. Okay, dank dir. Bis dann. Tschüss. User left your channel. Oh, es tut mir leid. Lass uns die anderen Häuser durchsuchen, ne? Aber lass uns immer zu zweit in ein Haus reingehen. Wir brauchen einen Kochtopf dringend. Gibt's was du brauchst? Wie gesagt, Kochtopf wäre auch Priorität. Was zu trinken habe ich noch bei mir, wenn du brauchst. Ich glaube, ich kann Bellos herstellen. Ein Bello solltest du auf jeden Fall machen. Nehmen wir hier gerade das zerstörte Haus vor uns. Hä? Ich sehe gerade, wir sind im Fire Department untergekommen. Okay. Mhm, genau. Ja, das ist ja ärgerlich. Den Stoff. Das tut mir leid für Schnitzel, ehrlich. Das ist natürlich scheiße. Rechnerprobleme, ja. Man muss dazu sagen, er ist vor dem
Beginn des Streams schon mal abgeschmiert mit seinem Rechner. Keine Ahnung, was da los ist. Schnitzel! Schnitzel, danke für den Host, mein Lieber. Vielen lieben Dank. Ja, ich habe schon gesagt, er ist vorher schon abgeschmiert mit seinem Rechner. Da muss man echt mal gucken, was da los ist. Hängt möglicherweise damit zusammen. Ist natürlich mega ärgerlich. Schnitzel und ich, wir haben uns beide wahnsinnig gefreut. Wir haben da auch viel Zeit investiert und Schnitzel ist ja mein Server-Admin und er hat sich da richtig auch reingekniet. Das ist natürlich jetzt eine ganz blöde Art, das Turnier zu verlassen. Das ist echt unbefriedigend, das muss man wirklich sagen. Also, es tut schon ein bisschen weh. Ich kann mir schon vorstellen, dass er da gefrustet ist. Das ist echt ein bisschen schade. Mensch, Schnitzel, fühl dich mal ganz lieb gedrückt. Der ganze Chat mal so ein bisschen Herzchen für Schnitzel. Komm, gib ihm mal ein bisschen Liebe. Einmal Herzchen, einmal knuffeln. Das wäre toll von euch. Ich gehe hoch aufs Dachgeschoss. Oh, Schnitzel. Fühl dich mal ganz lieb gedrückt. Mensch, das ist so doof. Nächstes Haus, oder? Hier oben, warte mal, was ist denn hier oben? Ja, gehen wir hier nebenan und das ist intakt, ne? Ja, okay, ich komme. Looten, looten, looten. Ihr seid sehr lieb. Toller Chat, danke. Das ist lieb von euch, dass ihr mal Schnitzel trinkt. Pass auf, wir sollten uns absichern. Einer lootet, der andere deckt. Wir müssen unsere Aufgaben verteilen. Nicht, dass wir beide überrascht werden. Kochtopf und Grill habe ich. Alles klar. Dann lass uns das Haus noch zu Ende looten. Ich halte Wache, loote du weiter. Okay. Gut, als gute Wache mache ich erstmal den Eingang dicht. User was moved to your channel. Hi. Zwei Ranches. Hi, wer ist denn in der Todeszone? Wen darf ich begrüßen? Ratzfatz. Ratzfatz ist in der Todeszone. Menschenskinder, was ist denn da passiert? Nass gewesen, kalt die Waldbiom. Noch 75 Leben gehabt, dann Temperatur 10 Grad runter, langsam geworden. Oh nein. Wollte noch ein paar Klamotten kraften. Du bist an den Gesetzen der Thermodynamik gestorben? Genau. Du bist erfroren, nicht, oder was? Nee, nicht erfroren. Ich habe nur 75 Leben gehabt. Gott, Inventar auf, anfangen, Klamotten kraften und von hinten. Parleen, wenn du einen Raum frei machst, bin ich der Erste, der reingeht und check, ob es Gefahr ist. Nicht du zuerst, du bist der Looter. Immer der Waffen hat, geht vor und sichert erst den Raum. Sonst rennst du in eine Falle und ich komme als Bewaffneter nicht hinterher, okay? Alles klar. Okay. So, jetzt und bitte, ja? 75 Leben gehabt noch und von einem Zombie von hinten gewonnen hittet. Okay. Oben ist frei. Also ist fürchterlich schnell gegangen. Ja, okay. Und ich war am ersten Tag wunderbar schön beschäftigt. Ja. Wir haben ihn 4-5 Zombies am Arsch kleben. Ja. In der Nacht habe ich an einem Loch ausgesessen. Da sind oben, da habe ich schon vermutet, ich komme aus dem Loch nicht mehr raus. Okay. Aber es hat noch geklappt und auf 500 Meter weiter hat es mich dann gerissen. Das ist natürlich heftig, okay. Mhm. Wo bist du gestartet, in welchem Biom? Das war auch das kalte Waldbiom. Also der mit den hohen Bäumen, mit den Pines. Okay. Wie ist dein Eindruck vom Hardcore-Event? Du warst ja noch nicht so oft dabei. Ich mache auf jeden Fall wieder mit. Also, wenn frei. Das nächste kommt, ich bin wieder dabei. Okay. Also, Surfer für mich ist gut gelaufen. Ich habe wenig Lags gehabt. Okay. Hin und wieder einen kurzen Hänger, aber es ist großteils relativ flüssig gelaufen. Also. Okay. Gut. Ja, das hört sich doch gar nicht mal so schlecht an. Ja.
mein Lieber, ich hoffe natürlich, dass du beim nächsten Mal wieder dabei sein wirst. Immer, wie gesagt, auf die Ankündigung auf meinem YouTube-Kanal achten. Da kommt ja ein Ankündigungsvideo. Ab da läuft die Anmeldefrist. Freut mich natürlich immer, wenn Veteranen mit dabei sind. Okay. Ich melde mich auf jeden Fall wieder, wenn dies stattfindet. Ja. Panein, wir müssen das Invite von Schnitzel annehmen. Habe ich gerade gemacht, ja. Ja, mein Lieber, dann würde ich sagen, trotzdem weiterhin viel Spaß. Jo. Ich nehme an, du wirst irgendwo zugucken. Jo, wir machen. Alles klar. Dann danke ich dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Und wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Hardcore-Event. Okay, danke. Ciao. Alles klar, tschö. User disconnected from your channel. So, wir sollten hier dann auch dicht machen irgendwie, oder? Dass da keiner reinläuft. Eieiei, das ist schwierig mit... Interview führen und allem drum und dran. Tütendackel ist auch da. Hi. Hab mal ganz kurz Zeit in den Chat zu gucken. Hier ist richtig was los zwischen Interview, Looten, mich mit meinem Partner absprechen. Das ist aber auch blöd, dass genau die Wedding-Maschine nebendran ist, ne? Ich mach schon mal eine Hedge drauf. User was moved to your channel. Hallo, wer ist denn da? Hi, ich bin der Noah. Grüß dich, Asrak. Oh Mann, der Nächste in der Todeszone. Das geht ja so schnell hier. Ja, das ist echt Wahnsinn. Also, da hast du dich echt selbst übertroffen mit den Einstellungen. Mein Lieber, was ist passiert? Erzähl. Warum bist du tot? Ja, was ist passiert? Ich war todesmutig, wollte ein Haus looten und hatte auch vorne drei Zombies weg, im Haus auch den ersten Zombie, bin gemütlich im Sticky Loot-Modus und dann schleicht sich so ein scheiß Skater-Zombie von hinten an. Ah, das ist natürlich scheiße. Ja, sehr. Warte mal kurz, bleib mal kurz dran. Was hast du nochmal gesagt? Hier drüben in der anderen Kiste ist Essen und Trinken. Noch schon mal drin. Hier in der. Alles klar, lass uns weiter looten gehen. Ich führe gerade noch ein Interview. Okay. Machen wir dasselbe wie eben. Einer sichert und der andere geht looten, während der andere den Arsch rettet. Okay? Hallo? Ja, Nein, nicht du. Ich versuche mit meinem Partner noch zusätzlich zu kommunizieren. Alles klar, mach mal. Aber der bewacht, der geht nicht looten. Der muss halt die Häuser sichern. Wer auch immer es ist. Okay, machen wir so, ja. Ja. So, mein Lieber, jetzt bin ich wieder für dich da. Das ist sehr schön, ja. Du hast einen Wingman, oder was? Ja, ich bin nicht allein hier unterwegs. Naja, so einen hätte ich auch hier brauchen können. Okay. Schwer konzentriert und beschäftigt, wa? Ja, Sekunde noch. Wer geht vor? Wer soll protecten? Du oder ich? Ich muss immer noch die Antwort abwarten. Mach mal. Hast du noch genug Pfeile? Ich habe 45 Pfeile noch. Okay, dann mach du den besten Wache, weil ich habe nicht mehr so viele. Alles klar, ich gehe vor.
So, mein Lieber, jetzt können wir uns in Ruhe unterhalten. Dann mach mal. Du hast mehr okay. Pfeile. Gesichert, komm rein. So, natürlich ist die Frage, wie war das nochmal? Ich muss nochmal, ich habe nämlich den Faden komplett verloren vom Interview. Wie warst du gestorben? Ich wollte ein kleines Haus looten und da hat sich einer ganz dreist von hinten angeschlichen. Tonlos oder was? Hat er keinen? Ja, ja. Fast, ja. Ja, fast tonlos. Der muss durch die offene Tür reingelaufen sein und da du ja die Sense von den Zombies so schön hochgedreht hast, wittern die dich ja auf 500 Metern Entfernung. Ja. Und ja, dann kam er auf einmal auf mich zu. Gesichert? Ja, okay. Ah, das ist natürlich böse, ne? Das ist natürlich blöd. Ja. Wie gedacht, ich sag meinem Stream extra vorher noch, ich weiß, es ist ein Risiko, das Haus zu looten, aber wir müssen da rein. Ja. Thema durch. Ja, da ist es halt dann, weißt du? Wenn es so ist, ist es so. Das Problem ist, dass sie sich natürlich auch so ansneaken. Ja, das ist dann eventuell richtig problematisch, ne? Ja, leider Gottes. Aber trotzdem hat Spaß gemacht. Ich habe die erste Nacht überlebt und ich war nicht Erster. Das war mein Ziel. Okay, Moment noch. Gesichert und hier oben Dachboden ist frei. Kannst hochkommen. Ja, mein Lieber, wo warst du nochmal gestartet? Was war das für ein Biom gewesen? Ich bin in einem Forest-Biom, also in dem, ja, das ist das, in diesem Pinienwald bin ich gespawnt. Ah, okay. Ich hatte dann auch den Ratzfratz in meiner Nähe und hab noch überlegt, jagst du einen Pfeil durch den Kopf oder nicht, aber das haben die Zombies ja dann mittlerweile erledigt gehabt. Und hatte dann einen wunderbaren Ausblick auf die Stadt. Ja. Aber da habe ich mir gedacht, nee, da gehst du nicht hin. Vorerst nicht. Okay. Das wär Selbstmord gewesen. Was würdest du sagen, ist deine bevorzugte Waffe in Seven Days to Die? Allgemein oder meinst du jetzt hier jetzt allgemein. Im Event? Jetzt allgemein. Ja, also die Machete macht Spaß und die Sniper macht Spaß auf jeden Fall. Okay, Machete. Mhm, interessant, was die Nahkampfwaffe so an Vorlieben hat an verschiedenen. Naja, wir haben Besuch. Nee, wir sind noch unter uns, aber nee, ich weiß, was du meinst. Nein, ich bin... Okay, ja, mein Lieber, du siehst, ich bin schwer beschäftigt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Na klar, ich probier's. Und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, jo. Ja, das hoffe ich. Dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Hardcore-Event. Jupp. Und hoffe, dass du weiter diesem Event gewogen sein wirst und auch weiter dran teilnimmst. Oh, selbst natürlich doch. Wenn es mir möglich ist, dann auf jeden Fall. Ja, das wäre super. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Alles klar, Masuki Asrak. Tschüss. Jo, ciao. User left your channel. Wow. Oh, es hat sie gelegt. Oh. Alles tot, alles cool. Hier, nimm mir gerade das Haus hier, oder? Was mit dem hier? Kommen wir hier weiter? Willst du jetzt mal aufpassen und nicht looten? Ich brauche erst Pfeile. Warte, ich geb dir. Komm her. Okay. Alles klar, danke.
Hier ist frei. Okay. Unten ist frei. Geil. Ich habe Honig gefunden. Ich habe Honig. Oh, wie geil. Bist du infected? Brauchst du was? Nee. Nee, brauche ich nicht. In den oberen Stock jetzt. Okay. Nimm du nur die Waffe. Ich mache alles. Ich muss ein bisschen Steine klopfen. Wenn du willst, kannst du draußen Wachen schieben und ich klopfe mir mal ein paar Steine. Alles klar, können wir machen. Danke für den Follow. Dankeschön. Sehr lieb. Ich brauche Ressourcensteine. Da ist... Scheiße, ist kein Ressourcenstein. So ein Mist. Wir brauchen Ressourcensteine irgendwo, Oma. Ja, warte mal. Wo ich sehe. Hier sind keine. Lecky, vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Willkommen im Team. Willkommen in der Community. Halt mal ein bisschen Ausschau. Ich versuche hier mal ein paar Steine zu kriegen. Tja, dann müssen wir uns überlegen, wie die Taktik sein soll. Wollen wir an der Feuerwache bleiben oder ziehen wir um? In ein Haus, was vielleicht besser zu verteidigen ist. Mal gucken, vielleicht finden wir was, was ein bisschen kompakter ist. Ja. Dann würde ich sagen, Richtung Steinhaus irgendwie, oder? So ein hohes. So der Klassiker. Ja, ja, auf jeden Fall Stein. Ja. Hast du da schon was gesehen, außer dem Hochhaus? Nur andere... Michael Tenten! Vielen Dank für den Host! Aber ich habe auch nur den unteren Dankeschön. Rand hier der Stadt ganz flüchtig abgegrast. Aber dann können wir mal erkunden gehen, ob wir was Besseres finden. Wir brauchen dringend Essen und trinken geht eigentlich, aber wir brauchen dringend Essen. Das ist unser Problem. Also ich denke, wir sollten noch ein, zwei Häuser looten. Die sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Ich denke auch. Was
17 Uhr, ne? Ja, komm, dann lass uns looten gehen. Ich habe noch ein paar Pfeile gemacht. Okay, ich habe auch noch welche. Von den vor uns, haben wir die Häuser alle? Das linke haben wir, das rechte nicht. Wer macht Wache? Wer lootet? Ich gehe gerade gucken. Okay, hier ist frei. Küche ist frei. Okay. Unten ist gut. Eine Dose essen. Besser als nichts. Zu trinken ist immer gut. Kochtopf, geil. Hier ist auch frei. Hab gerade zwei Taschenlampen gefunden. Ich gebe dir gerade eine. Einen Kochtopf habe ich auch. Dann gleich das nächste Haus, oder? Ja, wenn wir noch Zeit haben. Und das hier drüben hat man noch nicht. Da kommt was. Ich habe was gehört. Hier. Okay. Oh ja, hier im Nordosten. Okay, gehen wir mal da hoch. Ja. Habt eine Schaufel gefunden. Hirsch sehen wird wieder geil. Ja, was zu essen wäre cool. Ein passendes Haus wäre auch nicht schlecht. Da hinten ist so ein Cowboy. Ich bin voll, du musst den nächsten Loot machen. Den schnappen wir uns aber noch, den Typ hier. Such dir was aus, wir haben 19 Uhr, egal was, irgendwo. Nimm mal das hier, ne? Jo. Warte mal. Ach, Häschen. Shit. Offen.
Ich höre einen Wolf. Ich höre einen Wolf Richtung West. Wir müssen uns beeilen hier. Da kommt was. Warte, warte, warte. Warte, warte. Geh runter, Achtung. Horde. Nicht, dass sie uns sehen. Damir! Vielen Dank! 5 für dich, 5 für Palen und auf den Sieg. Palen, auf uns ist Geld gesetzt worden, dass wir siegen. Vielen lieben Dank, Damir. Total geil. Dankeschön. Okay. Oh, Schreierin, sie hat uns geortet. Lass uns nach Hause gehen. Und zwar schnell. Schnell nach Hause. Raus aus der Hütte. Laufen, laufen, laufen. Einfach weg. Fuck, 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 fuck. Lauf. Bist du raus? Lass die einfach. Wir hauen ab. Scheiße. Alter Schwede. Das Ding wäre eine Todesfalle geworden. Einfach raus. Wir gehen in unsere Hütte und gut ist. Ja. Oh, fuck. Komm rein, ich mach zu. Kratto. So rausgekommen. Ja. Gib mir den Loot ab. Es ist eh schon spät. Wir müssen irgendwie die Kiste... Naja, ist egal. Wir brauchen eh ein neues Zuhause. Ja. Hui. User was moved to your channel. Oh, da ist jemand in der Todeszone. Wer ist denn das? Ich, Gabriel. Ich hab's erledigt. Wer ist da? Gabriel. Gabriel, oh mein Gott. Palen, warte mal, ich führe ein Interview. Ich würde sagen, wir bleiben heute jetzt erstmal hier, oder? Ja, sonst warte doch bis Nacht ist oder so, bis ihr ein bisschen Zeit habt und machst das. Ja, ja, kein Problem, einen Moment. Also ich führe kurz das Interview, ich bleib hier oben erstmal in Deckung. So, mein Lieber, du bist gestorben. Was ist da los? Ja, ich hatte einen guten Anfang. Hab denn eben gerade einmal kurz Pech gehabt, hatte ein gebrochenes Bein, noch nichts zu verbinden, damit aber auch schon fast das halbe Leben weg. Aha, okay. Hatte gerade einen schönen Durchbruch auf ein großes Betondach gemacht. Dann hat mich mein Gefährte gerufen, weil er Hilfe brauchte. Und ich bin mir nicht sicher, weil ich noch ein leises Entschuldigung gehört habe, ob er mich erwischt hat oder der Zombie. Okay. Lass dich nicht von der Schreierin sehen. Bleib in Deckung. Ja, mein Lieber, das ist ja blöd irgendwie. Wo bist du denn gestartet? Was war denn da? Ich bin sehr spät reingekommen. Ja. Bin im Schnee gestartet, natürlich sehr günstig. Gleich schön Steine und ein paar Federn gesammelt gehabt. Ja. Bin das ja schon wieder erzählt, kurz ins Grundding. Hab sehr, sehr großes Lootglück gehabt, weil ich relativ schnell einen Helm mit Taschenlampe, also was heißt meiner Helm, und eine Motorsäge gefunden habe. Oh, nee, oder? Ja, ja. Das war, ich hätte schön mich hochleveln können an Zombies und alles. Also, echt schade. Denn die erste Nacht, ich war erschrocken, was für eine Range die Zombies haben. Ja. Bald sie von dir weg sind und schon Hass auf dich kriegen. Ja. Musste mich auch, weil ich so spät rein bin, sehr schnell auf den Baum flüchten, ging gar nicht mehr anders. Ja. Hab da die erste Nacht verbracht, musste auch das Fleisch aus der Tasche nehmen, weil die so eine Range hatten, das war unglaublich. Ja. Voll Panik schon gehabt, dass ein Wolf irgendwo in der Nähe ist, weil die Range musste ja auch unglaublich sein. Ja. Bin halt ein Stück gelaufen, bin dort auf Max getroffen, der mich angeschrien hatte, wo ich gemerkt habe, mein Mikrofon funktioniert im Game nicht. Ah, super. Musste einmal kurz rausgehen, wieder hoch, rein und dann war es aber da. Also die hat das wohl irgendwie bloß nicht erkannt gehabt im Game. Okay. So, dann ging's und zwischendurch haben wir kurz Mario gehört, der musste irgendwo sein. Aha, okay. War dann aber wieder verschollen. Ah. Also wir haben bloß die Stimme einmal kurz wahrgenommen und er war weg. Ah, okay. Ansonsten, wie bist du mit dem Event zufrieden? Hat's Spaß gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich wieder richtig drauf gefreut. Jetzt sehr schnell der Tod war echt schade, gerade weil ich auch eine gute Ausrüstung schon hatte, viel Fleisch schon hatte. Ja. Aber so ist das halt, ne? Ja, unbedingt, unbedingt, klar. Ach, mein Lieber, das tut mir echt leid. Ja, das ist jetzt Tag 2 gewesen für dich sozusagen. Aber, ja. Aber immerhin durchgehalten, ne? Warst auch nicht der Erste. Das war ja das erklärte Klassenziel. Eine Frage, die anderen können ja jetzt nicht zuhören. Ich kann jetzt ja offen reden, ne? Ja. Ist das mit den Tagen? Wir haben keine 7 Tage diesmal, ne? Doch. Doch. Nein, wir sind am 2. Tag gestartet vor der Horde. Nee. Nee, passt alles. Weil ich habe gleich am Tag, glaube ich, 212 oder so angefangen. Bei 17 ist ja schon... 211. Wir sind gestartet an Tag 211. Ja, den habe ich fast... Ja, klar, ich war dann so spät da, dass ich gleich in die Nacht kam und dann war schon 212. Ah ja, okay. Alles klar. Okay. Alles klar, mein Lieber, die anderen Toten stehen schon wieder in den Wartelöchern. Ja, ich muss dich entlassen. Es war schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal sein. Ach Quatsch, ich bin immer dabei. Super. Das finde ich so geil, das macht mir so einen Spaß auf jeden Fall. Ich springe durch eure Streams durch, guck mir überall ein bisschen was an. Genau. Drück dir noch die Daumen, kommt gut durch. Danke, okay, bis denn, tschüss. User disconnected from your channel. Was ist denn der Plan für morgen? Hast du irgendeine Idee? Wir brauchen Waffen, wir brauchen wir brauchen einen ordentlichen Wohnraum. Das hier ist ja nichts, ne? Palen, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was ist denn der Plan für morgen? Wir brauchen ja einen besseren Wohnraum, ne? Und wir müssen dann langsam irgendwann auch ans Verschanzen denken. Und wir kriegen irgendwann ja, Essensprobleme. Wir, klar, mal gucken, ob wir eine andere Unterkunft finden. Vielleicht Futter. Was ist denn da hinten mit dem Baugerüst? Richtung West, Nordwest? Da sind noch einige Bauten. Ja. Wollen wir probieren, ob wir am Baugerüst was reißen können? Händler. Mein Händler ist im Südwesten. Wo ist denn deine? Richtung Baugerüst. Dahinter. Nordwesten. Okay, da haben wir unterschiedliche Händler. Ja, also ich würde sagen, wir gehen das nächste Mal looten in Richtung Baugerüst, oder? Ja, ich denke auch, das ist eine Idee. Wärst du lieber im Haus geblieben oder fandest du es jetzt okay, dass wir getürmt sind? Ein bisschen an Futter kommen. Ja, Essen ist unser Problem. Nee, das war, das hätten wir nicht gepackt. Da waren ja einige Schreier dabei. Und die hätten uns in dem Haus da eingekesselt. Das wäre ganz schnell vorbei gewesen. Was für ein Level hast denn du bei bei Waffenherstellung? Was hast denn du für ein Level mit Waffen?
Level 1, also 50er Waffen. 50er Waffen, da bist du ja schon besser als ich. Kannst du mir einen 50er Bogen machen und einen 50er Knüppel? Ja, ja klar. Man ist da in der Kiste. Hast du eine Ranch am Mann? Hast du eine Ranch dabei? Oder ist die Ranch, die in der Kiste liegt, für mich oder wie? Ja, ja, die andere kannst du nehmen. Ne, die andere ist für dich, ja. Ich habe eine. Kann man nämlich ein paar Autos zerlegen, gibt es mehr, sehr viel Material. Ja. Wir brauchen Material, um Molotow-Cocktails herzustellen. Wir brauchen Benzin und Öl. Das ist die effektivste Waffe, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Mit dem Bogen reisen wir nichts. Ich bin mal ganz kurz AFK. Alles klar, ich pass auf. Ja, jetzt habe ich einen Augenblick Zeit, mal in den Check zu schauen. Mann, oh Mann, oh Mann. Puh. Ja, die Horde ist nach Adam Riese und Eva Zerg an Tag 217, nach meiner Rechnung. Ich glaube, da hat sich Gabriel so ein bisschen verschätzt, aber das ist auch, glaube ich, ein bisschen der Nervosität geschuldet. Also tatsächlich müsste 217 der Hordentag sein, wenn ich nicht falsch rechne. Wir sind an Tag 211 gestartet, haben also 7 Tage Zeit, uns es bequem zu machen. Bisher sehe ich noch nicht, dass einer einen Spieler getötet hat. Okay, die Sweet Chilis sind angekommen, Tammy ist auch im Spiel. Damit müssten alle Kandidaten noch übrig sein. 1, 2. Achso, er ist heraus. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, so wie es aussieht, sind schon 10 tot. Es sind noch 20 im Rennen. Ein Drittel ist jetzt an Tag 2 tot. Dummer, hi. Grüß dich, schönen guten Abend. Ja, 33% Sterberate an Tag 2. Also bis Tag 2. Wir werden gucken. Rein theoretisch müsste dann nochmal 10 Mann sterben bis Tag 4. Wollen wir schon Sachen von dir mitnehmen, wenn wir eh umziehen wollen? Nee, ich würde sagen, wir gehen frei und machen erstmal Loot und gucken, dass wir eine Behausung dabei finden. Wenn wir was gefunden haben, können wir ganz schnell umziehen. Das geht ruckzuck. Okay. Wir verhungern langsam, das ist unser Problem. Ja, bräuchten Wild. Das Wild können wir uns von der Backe kratzen. Wir müssen uns von Konserven ernähren. Ich glaube nicht, dass uns hier nochmal Wild über die... Es sei denn, wir gehen jetzt in den Wald. Aber dann haben wir keine Deckung, wenn uns eine Hunde- oder Wolfshorde überrascht. Dann sind wir tot. Ja, das wäre ganz, ganz großes Risiko. Muss nicht sein. Lass uns erstmal eine ordentliche Behausung suchen. Und unterwegs nehmen wir an Loot mit, was wir finden können.
Ich würde vorschlagen, ach ja, hast du auch Level 1 für Werkzeugherstellung? Ja. Machst du mir bitte zweimal eine Steinaxt, eine 50er? Hast du noch Steine? Ich habe nämlich keine mehr. Habe ich reingelegt. Wir müssen dringend auch Ressourcensteine finden, ne? Wir müssen Steine farmen, wir sind out of Steine. Hat leider nur für eine gelangt. Lass uns erstmal Steine holen im Wald. Und zwar zwischen Ost und Südost. Ich gebe dir die Markierung. Das sind Ressourcensteine. Steine. Was? Oh. Ich bin schon am Lispeln. Ist ja furchtbar. Habt ihr den Waypoint geshared? Wir haben eine Schreierin im Haus. Mich hat sie nicht gewittert. Nee, ich bin auch nicht sens. Ja, lass die mal da rumhampeln. Ich hab's dir geshared. Lass uns doch mal da Steine farmen. Ja, ja. Und wir gucken, dass wir da erstmal ein paar Steine kriegen und dann looten wir. Die ist irgendwie nördlich am Haus. Dann hätte ich gesagt, wir hauen südlich über den hinteren Teil ab. Dann kann die da vorne rumhampeln, wie sie will, oder? Da, wo wir hochgekommen sind. Ja, da hinten raus, genau. Ja, da, wo wir die Leiter gemacht haben, würde ich... Richtig, ja. Genau. Und dann gehen wir da erstmal zu den Ressourcensteinen. Da kann die hier sich erstmal austoben. Oh, die nächste Tote. Zack, zack geht's hier. Die nächste Tote in der Nacht. Nächstes Opfer. Ja, ich werde gleich mal ein Interview führen, so wie es aussieht. Wir dürfen der Schreierin nicht über den Weg laufen. Wenn die spawnt, sind wir am Arsch, ne? Oh, Tütendackel. Erstmal gute Besserung. Das hört sich ja gar nicht gut an. Grünkohl in der Kantine. Ob der grün war, weil er... Naja, egal. Auf jeden Fall gute Besserung, Tüte. Es wird gleich Tag. Dann werde ich wahrscheinlich das Interview in einer neuen Aufnahme starten. Wir haben ja in der Nähe von 4 Uhr. Mal gucken, wann jemand hier in die Dev-Zone kommt. Kann nicht mehr lang dauern. So. Ein neuer Tag im Paradies. Wir sehen uns in der nächsten.